Ja, willkommen zurück zu Guild Wars 2 Secrets of the Obscure. Hey, wir sind noch am Ende ja, von dieser Mission und haben noch nicht mit allen geredet. Machen wir dann mal. Soja, wir haben uns... Ah, lange nicht gesehen, ja. Tut mir leid, es war ein ereignisreicher Tag. Ich stehe irgendwie noch unter Schock. Das glaube ich gern. Schön, euch zu sehen. Gleichfalls. Wir haben eine Menge zu bereden. So, haben wir. Und der... Mal ein bisschen mehr ins Bild kommen hier. Ich mag ihn. Ich mag ihn. Der ist so toll. Ja, Soldier, ne? Wo wart ihr denn? Hier. Nach Maguma bin ich nach Ratasum zurückgekehrt. Sie haben versucht, mich bei der Heilung zu unterstützen, aber nichts hat angeschlagen. Damals war es anders. Es fühlte sich nicht wie ein Zuhause an. Und sie haben mich auch anders behandelt. Also bin ich gereist. Immer weiter. Bis ich einen Ort fand, wo ich hingehörte. Sie haben mich aufgenommen und mir geholfen, gesund zu werden. Seitdem bin ich hier. Und wie seid ihr hierher gekommen? Der Zauberergerichtshof hält das alles geheim. Nachdem ich Ratasum verlassen hatte, bin ich einfach eine Weile umhergewandert. Ich wollte allein sein. Ich fühlte mich... In einer Jagdhütte bei Götterfels begegnete ich einer anderen Asura, Ueno. Ich erzählte ihr meine Geschichte, sie erzählte mir ihre. Dann nahm sie mich mit zu Mabon. Und der Rest ist Geschichte. Ja, Ueno werden wir auch noch kennenlernen. Gehört ihr so dieser Astralwache? Ja, das bin ich. Ich studiere jetzt seit ein paar Jahren bei Mabon. Er hat in mir etwas gesehen. Nicht nur mein Hirn, aber er sah einen Schimmer von Macht in mir. Mehr als nur die Elemente. Ich habe mich immer stolz als Wissenschaftlerin betrachtet. Und das tue ich immer noch. Aber ich dachte nie, dass da noch mehr wäre. Etwas, das wartet, sich zeigen zu können. Ja, dann das war's übrigens erstmal, ne? Hab nichts mehr zu bereden. Vielleicht später, aber nicht jetzt. Tschö. So, du bist ein Zwerg. Dementsprechend ist er auch ein bisschen klein. Ah, ihr müsst der Kommandeur sein, den Mabon so hoch gelobt hat. Ihr seid so ungefähr das, was ich erwartet hatte. Und was hattet ihr erwartet? Mehr Narben. Etwas größer vielleicht. Ich mache nur Spaß. Wir haben euch überwacht. So wie alle anderen magischen Abnormitäten auch. Keine Bange, ihr gehört zu den Guten. Wenn das nicht so wäre, würdet ihr längst nicht mehr leben. Kommandeur, ich brauche eure Aufmerksamkeit. Gleich. Mit mir. Bitte. Ja, gleich. Noch am Reden, Mann. Ihr hört's Chaos, gelinde gesagt, aber ich will euch gerne eure Fragen beantworten. Was ist denn mit den anderen Zauberern passiert? Skarren und Dagda. Besessen. Das ist so ein scheußlicher kleiner Trick, den unsere Freunde, die Kryptis, beherrschen. Sie dringen in euer Hirn ein und verderben nacheinander jeden Gedanken, bis ihr völlig wund seid. Der Schmerz hört einfach nicht auf. Und warum wurdet ihr nicht besessen? Es ist nicht so, als hätten sie es nicht versucht. Ich hatte immer schon eine besondere kleine Gabe. Ich kann mich spalten, wenn ich möchte. Sie können wohl kaum mein Bewusstsein übernehmen, wenn die Hälfte davon sich in den Turm des Zauberers verkrümmelt hat, nicht wahr? Ja, clever. Ihr seid ja gar nicht versteinert. Dazu müsst ihr mal übrigens wissen, falls ihr Guild Wars 2 Leute seid, die vielleicht loretechnisch nicht alles verstanden haben oder neu seid oder vielleicht auch Guild Wars 1 noch nicht so wirklich gespielt habt. Es ist so, dass die Zwerge ja eigentlich ausgelöscht sind oder beziehungsweise nicht mehr existieren, weil die irgendwie so versteinert sind, versteinert wurden. Ne?
so ganz genau, wie das passiert ist und weshalb, was da, ne, weiß ich jetzt auch nicht. Aber es gibt keine Zwerge mehr, normalerweise. Nur noch versteinerte. Und Iskan, sag ich schon. Lyr ist ein Zwerg, der nicht versteinert ist. Und das ist natürlich ein bisschen was Besonderes. Aber das erklärt er uns jetzt nochmal. Nein, bin ich nicht. Ich bin aufgestiegen, bevor der letzte Zwerg sich verwandelte. Ich habe komische Gefühle, was das betrifft. Den Ritus. Aber ich versuche da etwas zu berühren, was gar nicht da ist. Oder vielleicht hinter einer dicken Mauer steckt. Das klingt für euch sicher ein bisschen heieiei, was? Zauberer wie Mabon und ich sind eben etwas anders als ihr Sterblichen. Wir mussten aufsteigen, um diese Kräfte zu erlangen. Unsere Bewusstseinsebenen trennen, damit wir uns mit der Strömung verbinden können. Einfacher gesagt, unser altes Ich wird auf eine separate Ebene gehoben. Unser neues Ich, nämlich der Zauberer in uns, übernimmt dann. Ja. Oh, reden wir mal mit Frode. Und Arina? Sie hat es nicht zurückgeschafft. Marbon hat seine ganze Energie darauf verwendet, sich den Kommandeur zu greifen. Wenn sie nur halb so stark ist wie ihre Mutter, tut mir jeder Kryptis leid, der versucht, sich mit ihr anzulegen. Ah ja, gut, euch auf den Beinen zu sehen. Ich auch. Jetzt haben wir endlich Zeit, uns richtig vorzustellen. Ich bin Frode. Willkommen in der Astralwache. Ihr habt Mut und Hartnäckigkeit bewiesen. Was wollt ihr noch weiter wissen? Ihr wisst alle, wer ich bin? Aber natürlich. Wir haben eure ganze Reise beobachtet. Wirklich erstaunlich. Es ist ziemlich schräg, euch in Person zu begegnen. Ihr habt hier oben eine Menge Fans. Wir wussten ja nicht immer, ob wir Verbündete sind. Nehmt uns das nicht übel. Ihr habt so viel mitgemacht. Ich kann verstehen, dass ihr gezögert habt. Was Arina betrifft... Ist schon gut. Sie hat schon Schlimmeres mitgemacht. Wenn es irgendjemand schafft, sich in einem Reich der Fäulnis und des Chaos ein neues Leben aufzubauen, dann ist es meine Tochter. Ist das ein Kompliment? Arina ist eure Tochter? Tut mir leid, ich hatte keine Ahnung, worauf ich mich da einlasse. Ihr könnt nichts dafür. Als Mitglied der Astralwache hat man gravierende Konsequenzen zu tragen. Ihr zwei seid also Mitglieder dieser Wache? Das sind wir. Unser bescheidener Freund vergaß zu erwähnen, dass er unser tapferer Anführer und Ratgeber ist. Ich bin Narcisse. Mein Spezialgebiet sind medizinische Magie und Kräuterarzneien. Falls ihr mal einen Dämon auf der Schulter habt, wendet euch nur an mich. In Ordnung. Ja, auch so eine kleine Anspielung, wer diese seltsame Stimme eventuell sein könnte. Ihr seid Frode, ja, ihr wolltet mit mir sprechen? Ja, jetzt, wo euch unsere Situation bekannt ist, habe ich ein Treffen mit den übrigen Rissjägern anberaumt. Rissjäger? Gehören die auch zur Astralwache? In der Tat. Ich erkläre das später. Wir haben in der Nähe ein Lager aufgeschlagen. Ich werde euch alles zeigen. Ist gut. Wir sehen uns bald dort. Da. Oh. Ihr habt ein Geschichtskapitel erneut gespielt. Ja, habe ich. Tatsächlich. Das sieht wertvoll aus. Da habe ich jetzt tatsächlich nochmal so Millionen Abenteuergeschichten bekommen. Täglich in jedem Storykapitel verfügbar. So. Ah. Das heißt, wenn man diese Abenteuergeschichten haben möchte, muss man tatsächlich Storykapitel täglich immer wieder spielen. Ja. Weil es da sonst nicht genug Content in diesem Add-on gibt, ne? Oh, hat er nicht gesagt. Ja, Hölle bricht los, ist abgeschlossen.
Ja, dann müssen wir mal wieder hier manuell selber das aktivieren, ne? Dann sind wir jetzt hier. Mutter der Sterne. Ja, das ist im Grunde genommen die ganze Map hier. Die werden wir jetzt gleich nochmal ein bisschen mehr sehen. Die ist sehr aufgesplittet. Und hier gibt es so verschiedene, die Inseln sind auf verschiedenen Ebenen, auf verschiedenen Höhen sind die quasi aufgebaut. Zum Beispiel ist es so, dass der Bereich hier und auch zum Beispiel dieser Bereich hier ziemlich hoch sind und normal nicht erreichbar sind. Aber es gibt zum Beispiel so höhere Punkte, wo sie ein bisschen höher gelegen sind, wie hier der Bereich hier oder auch der Bereich des Turms, wo man einfach hingehen kann, dann kann man die komplette Map einmal überfliegen und dann erreicht man auch solche Punkte wie hier oder wie diesen Bereich. Also es ist wirklich sehr simpel. Der ist, glaube ich, auch ein bisschen höher gelegen, der Punkt hier. Also im Grunde genommen ist es so, es ist eigentlich relativ simpel, diese Map zu erkunden komplett. Wenn man weiß wie, ja gut, wenn man weiß wie, ist es immer simpel. Aber es ist sehr offensichtlich, dass man, wenn man höher gelegene Bereiche hat, man eventuell sich irgendwie noch einen höheren Bereich sucht, den man gut erreichen kann. Also hier, oder eben hier, den hier, um dann die anderen höher gelegenen Bereiche zu erreichen. Das ist der Trick. Ja, wir werden die Map noch ein bisschen sehen und erleben, weil wir hier noch ein bisschen rumfliegen werden. Weil noch ein paar Aufgaben hier kommen werden, wo wir das machen müssen. Dementsprechend werden wir jetzt erstmal hier hingehen. Ah ne, falsch, lol. Hier oben hin. Frode und Wenno sind drin. Kommandeur, hier drüben. Ah, sie sind größer als ich dachte. Kommandeur Ueno, eines unserer ältesten Mitglieder. Eines der ältesten sterblichen Mitglieder. Ich wünschte, ich hätte Zeit, euch die Astralwache angemessen vorzustellen, aber die Lage ist trostlos. Erinnert mich daran, warum wir keine zusätzliche Hilfe anfordern können. Ich könnte innerhalb eines Tages eine Flotte von Luftschiffen hier haben. Die Astralwache ist ein Geheimnis. Iskaren will es so. Selbst in diesen beunruhigenden Zeiten. Ist Iskaren denn nicht ins Wanken geraten? Wird es nicht zu spät sein, wenn ihr auf seine Erlaubnis wartet? Mabon hat beschlossen, seinen Willen zu achten, und wir werden dasselbe tun. Rian könnte bei den Rissjägern wirklich eure Hilfe gebrauchen. Das ist eine unserer mehr praktisch veranlagten Abteilungen. Sie spüren Risse auf, bevor unweigerlich irgendwelche Schreckensgestalten daraus hervorkriechen. Genau wie der, welcher euch nach Naios gezogen hat. Sie tun sich überall in Tyria auf. Unschuldige Leben stehen auf dem Spiel. Rian erwartet euch. Er wird euch ausrüsten und euch die nötigen Einzelheiten mitteilen. Während ihr helft, die Bedrohung einzudämmen, sucht die Astralwache nach dem Aufenthaltsort von Dagda und Iskaren. Sobald wir mehr Informationen haben, rufen wir euch, damit ihr bei der Reinigung helfen könnt. Womit haben wir es genau zu tun? Dagda und Iskaren müssen sozusagen von ihrer Besessenheit durch die Kryptis gereinigt werden, bevor sie uns helfen können. Dagda ist unser erstes Ziel. Wir glauben, dass sie sich in der Nähe versteckt hält. Wahrscheinlich versucht sie, sich selbst von ungebetenen Besuchern zu reinigen. Sobald wir wissen, wo sie steckt, geben wir euch Bescheid. Gebt mir euer Ding. Das, mit dem ihr aus der Ferne mit euren Freunden redet. Mein Kommunikator? Na gut. Okay. Die ständig wechselnde Natur der Technologie vermisse ich nicht. Hier, bitte. Ich habe euer kleines Gerät so eingestellt, dass es jetzt arkane Fluktuationen empfängt. So können wir euch überall kontaktieren. Selbst dann, wenn ihr in einen anderen Riss stolpert. Dann wollen wir mal hoffen, dass Letzteres nicht so bald passiert. Ja, das wollen wir. Ja, das klingt so ein bisschen, als wäre sie nicht so ganz auf unserer Seite, aber doch, dass sie
Wir haben noch ein bisschen was zu reden, beziehungsweise nur eine Sache hier. Mit Ueno. Im Kolleg der Synergetik war ich als Professorin hoch geschätzt. Das Studium der Metaphysik ist wie ein Studium der inneren Vorgänge im Fluss selbst. Das ist gute Arbeit. Aber meine Leute sind stur. Erbsenzähler. Richtige Bürokraten. Das schränkt einen ziemlich ein. Seid ihr bereit, es noch einmal Soja zu versuchen, Soja und ich sind zum selben Schluss gekommen. Von ich dieser Stadt nicht, zu Schmiede zu erwarten, ist so, als würde man erwarten, dass ein Squid den Snuff-Preis gewinnt. Also habe ich mir eine lange Auszeit genommen, um die Welt außerhalb der muffigen Labore und der Tierseele von Rutter Sum zu erforschen. Und dann stieß ich in Garrenhof auf diesen großen, versteckten Haufen Siegelstangen. Marbon ist meine Neugier aufgefallen. Wir könnten eure Unterstützung gebrauchen. Kommandeur. Ich erhalte immer noch Stipendien vom Arkanen Rat. Die glauben, dass ich irgendwo im Dschungel hocke und Pflanzen bestaune. Bürokraten halt. Ach, meine Arena, das ist nicht euer Ernst. Ihr könnt doch nicht einfach, wenn man ein Story-Gespräch führt, oder zumindest so ein bisschen was dazugehört, einfach irgendwelche Meta-Event-Textpassagen abspulen. Das kann man doch irgendwie verhindern. Dann kann man auch irgendwie checken oder prüfen im Hintergrund, oh, der Charakter hat jetzt gerade ein Storygespräch gestartet, dann unterdrückt mal bitte alles andere, was im Hintergrund läuft, für die Zeit, in der er in diesem Gespräch drin ist. Das kann doch nicht sein. Die sind, ArenaNet ist, und sorry, dass ich das so sage, einfach maximal inkompetent. Die können nichts. Die haben Guild Wars 1 gemacht und haben gezeigt, oh cool, wir können ein Spiel machen, was auch voll gut ist, haben Guild Wars 2 gestartet, und zeigen jetzt immer mehr, dass sie inkompetent sind und nichts können. Das, was die hier reingerotzt haben, ist... Kann es einfach nicht anders sagen. Der größte Scheiß. Ja, das kann doch nicht sein. Man kann doch gucken, oh, wir müssen das noch ein bisschen hier optimieren, ein bisschen hier gucken, noch ein bisschen da gucken. Das könnte noch passieren, die und die Möglichkeiten, die Situation könnte da noch passieren und so, das müssen wir dann auch noch mit einbedenken. Andere Entwicklerstudios machen das, kriegen das hin, oder zumindest teilweise. In ArenaNet nicht. Obwohl Guild Wars 2, das in Deutschland größte bzw. beliebteste MMO ist, ja, das sage ich immer wieder und da denken immer wieder Leute so, hey, wie kann das denn bitte sein, das ist doch voll falsch bestimmt. Ja, nee, das ist schon wirklich so. Und trotzdem fokussiert sich ArenaNet nicht auf Europa. Also so das Nächste, was man nicht versteht. Es ist einfach, weiß ich nicht. Also ArenaNet sollte vielleicht mal was komplett Neues machen oder zumindest mal vielleicht ein Guild Wars 3 machen. Oder aber NCSoft sollte vielleicht mal irgendwie gucken, dass sie sehr, also ArenaNet ist ja immer noch so ein bisschen, hat so bei NCSoft ja immer noch so ein bisschen diesen Status von ja, ein bisschen unabhängiger als so andere Studios und so. Aber dann sollte NCSoft vielleicht mal komplett Karschlag machen, mal die komplette Lizenz holen, mal jetzt nicht mal sagen, ArenaNet ist jetzt, ne? Und dann irgendwie vielleicht jemand anderen diese fucking Guild Wars Lizenz geben, die vielleicht ein bisschen besser damit umgehen können oder so. Ist vielleicht ein bisschen drastisch. Aber dieses Add-on zeigt doch komplett, dass ArenaNet es nicht drauf hat. Das ist einfach unglaublich. Habt ihr etwas mit dem Heimhüter zu tun? Das weiß ich nicht. Leicht ja. Leicht auch nicht. Eventuell eher nicht. Ja, kein Gemüse, deswegen habe ich mit denen eigentlich nichts zu tun. So, hier ist auch schon mal das Ding. Es ist ein fucking Add-on. Und die haben es einfach rausgehauen. In dem Wissen, einfach zu sagen, naja, wir sind jetzt fertig. Wir können das so raushauen. Die Qualität entspricht genau das, was wir uns vorstellen. Und dann werdet ihr gleich merken, wenn wir diesen ersten Jäger, Rian, ansprechen, dass einfach die Hälfte von dem Gesprochenen oder von den Texten, die hier abgespult werden, nicht vertont sind. Ah, Kommandeur. Eure Augen haben so viele Orte gesehen. So viele Kreaturen. Ich erkenne einen Jäger, wenn ich einen sehe. Entschuldigung. Sich in eurer Gesellschaft zu befinden, ist wohl für manche ein größerer Schock als für andere. Ich bin Rian von den Rissjägern. Frode und Duenno haben mich geschickt, um zu helfen. Sieht so aus, als würden wir gegen die Zeit arbeiten.
Eure Hilfe kommt zur rechten Zeit. Eure Himmelsschuppe. Überall in Tyria erscheinen solche Risse, aber hier sind sie besonders mächtig. Zum Glück hat uns euer Gerät, das Herz der Obskuren, ganz neue Möglichkeiten eröffnet. In euren Händen ist es ein Segen. Man hat es in den Gemächern von Wartender Kummer gefunden, kurz bevor wir den Turm verloren. Ich weiß nicht, wofür sie es erschaffen hat, aber die Fähigkeit des Herzens, Risse zu öffnen und zu versiegeln, indem es ihrer astralen Frequenz folgt, ist beeindruckend. Ich kenne das Herz kaum länger als ihr, aber ich will euch anleiten. Ist die Vertonung weg? Das Herz aus Kuchen ist zu erstaunlich dingfähig. Es kann eure emotionale Energie weiterleiten und sie als Kraftquelle kanalisieren. Jetzt halte das Herz hoch und denkt dabei an die dämonischen Risse und eure bestimmte Schließen und so weiter und so fort. Ne? Und jetzt haben wir die neue Fähigkeit hier freigeschaltet. Die habe ich hier schon aktiviert. Unten drin. Dieses Feature, dieses Menü ist ja mit End of Dragons dazugekommen. Und hier war dann immer noch so ein Platz frei und dann dachte man sich immer, okay, irgendwann kommt vielleicht noch so ein Ding, eine Funktion, die hier reingeplaced wird. Das ist jetzt der Fall, nämlich das Herz der Obskuren, das ist nämlich hier drin, diese Risssuchfunktion und die kann man dann einfach triggern und dann kommt so ein Tunnel. Dieser Tunnel zeigt einen dann an, wo das nächste Riss-Event ist. Kann man machen, ist vielleicht nicht unbedingt so... Vielleicht ist die Idee, weil man kann dann so zumindest in Gebieten, wo Risse auch sich befinden, immer irgendwie ein Event triggern und suchen, falls man dann irgendwie in den Daily Weeklies und whatever dann so Aufgaben hat, wie schließe irgendwie, was weiß ich was, Events ab oder so. Dann kann man das damit ganz gut lösen, weil vor allen Dingen, wenn man ein Riss-Event von Anfang an macht, dann gilt das immer als zwei Events, die man gemacht hat. Und dann kann man so schnell Events dann machen und abschließen. Das ist eigentlich ganz gut. Auf Dauer werden diese Riss-Events aber leider auch langweilig, ne? Das ist leider auch das Problem. Aber wir sollen das jetzt mal benutzen, ne? Hört ihr das? Ich kann es sehen. Die Magie in der Luft. Sie fließt. Erstaunlich, wie sieht sie aus? Schwer zu sagen. Ein bisschen zum Fürchten. Als würde die Welt als solche nach etwas greifen. Seht ihr es denn nicht? Nein, ihr und das Herz seid jetzt gerade eine Einheit. Ich habe zuvor erblickt, dass ihr bla bla bla. Es scheint vielen leicht überwältigend, aber ihr habt keine Angst. Na los, ihr sollt jetzt gucken, wohin euch das jetzt führt. Los, mach jetzt. Ja, wir sollen jetzt Riss-Events machen. Und ja, normalerweise, ne, da hinfliegen so, dann sieht man so hoch, okay, es geht da so hin, dann, okay, hier, da ist das Riss-Event, dann mal gucken wir mal, dass wir hier irgendwie hin teleportieren. Wo kommt, teleportieren wir uns hier mal hin? Kann sein, dass ich zu langsam bin, da dann nicht rechtzeitig ankomme. Checken, ob das hier so lang, ne? Ja. Mal kurz, das geht schneller zu fallen. Ja, übrigens, wie ihr seht. Kann ich zum Beispiel in der Luft auch aufsteigen. Ne? Das ist eine Beherrschung, die es in Path of Fire gegeben hat. Oder gibt. Und noch mal in den Event. Drin, oder? Das ist so das Riss-Event hier. Nein, das ist nicht das Riss-Event. Wie jetzt? Oh nein, das ist nicht das Riss-Event. Aber. Was ist das Riss-Event? Das wäre das Riss-Event. Hier doch kommt das. Ah, nee, hier. Oh, wow, das ist auch. Doch, das ist auch hier drin. Oder?
Ich bin froh, dass unsere Welt nicht auch so geworden ist. Mach weiter, das läuft gut so. Ja. Wir handeln wie ein Wesen. Also verblendet, ja. Ja doch, das aussieht, wenn das hier irgendwie gemerged mit und das verwirrt das Spiel ein bisschen. Weil ich soll immer das Herzchen aktivieren, aber das ist ja. Lust zu töten, steig auf sie! Wir heilen wie ein Wesen. Also, sagen wollte, ja, ich bin gegeben, dass ich so. Leute, ey, das nervt doch mega, wenn ich schmiede. Ihr habt ja gesehen, dass ich dann so ein. Kaum zu glauben, dass der Plan endlich funktioniert. Dass ich in der Luft aufsteigen konnte mit der Helmschuppe. Und ich will noch was zeigen. Es muss getan werden, Mabon. Wo ich jetzt nachdem hier es gibt halt dieses hey, du kannst in der Luft aufsteigen, das gibt es ja hier. Ihr könnt in der Luft auf und absteigen, das, ne, das ist ein Feature, das gab es schon zu Path of Fire. Eigentlich auch nicht schlecht, ne. Ich zeige mal jetzt was. Was super intelligent von der Arena nett ist. Wieder nicht im Kampf, ne? Das erste hier. Lernt in der Luft auf die Himmelsschuppe zu steigen und euch vor dem Fallen zu retten. Das ist exakt das, was es ja schon im Path of Fire gibt. Ja, Leute. Es gibt hier doppelte Beherrschungen. Die Himmelsschuppe. Auch ganz cool, ne? Aber nein, da erinnert hat er zumindest nachgedacht. Und hat dann auch, wusste dann auch, ja gut, wenn dann Leute schon diese andere Beherrschung haben, dann ist es ja voll doof. Und deswegen gibt es natürlich auch ein Benefit für diejenigen, die andere Beherrschung ja schon haben. Aber die sind halt nicht so geil. Wie zum Beispiel bei dem. Jetzt bei dem. In der Luft aufsteigen. Ist es dann einfach. Es kann sein, dass man dann Band des Elans wieder auflädt. So, das ist so komplett. Unnötig. Also, die haben halt einfach. Dieses Addon so komplett halbgar unüberlegt, weil er war rausgehauen. Und das ist halt so schade. Ich fühle mich stark. Wie gesagt, ich rante jetzt voll über das Addon rum, unter dem Addon rum und auf ArenaNet und so weiter und so fort. Aber es ist trotzdem so, dass Guild Wars 2 durchaus mein Lieblings-MMO ist. Ja, ich meine, es ist eine Hassliebe, aber es ist immer noch. Ich mag es immer noch. Aber ich sag mal so, ich bin jetzt kein Dude, der einfach alles sagt, oh, super geil und so weiter und so fort, ne? Also Fanboy-mäßig ist. Sondern ich mag es. Aber ich habe auch so meine Kritikpunkte. Ne? Das ist so der Fall. Zeitlich aus. Oh, naja, na komm, wir machen noch mal anderes. Mal sagen. Oder? Aber wenn ich jetzt wüsste, wo der ist, genau. Da. Könnte man jetzt noch mal schnell einen Riss machen, wenn der auch gemacht wird und der schnell geht. Dann haben wir das nämlich auch schon mal hinter uns. Ja, es gibt übrigens auch einen Glitch. Wie man sieht, man steigt dann auf die Himmelsschuppe auf und dann wird immer dauerhaft, oder zumindest für eine längere Zeit, dieser Tunnel angezeigt.
ein bisschen weird. Ist er drin oder ist es dahinter? Okay, ist er drin. Ach nein, das ist unten, ne? Das ist in dieser fucking Schmiede, oder nicht? Wieder diesen komischen verpackten Tunnel? Oh, ist die Wende weg? Nee, die Wende ist nur da. Ah nee, es ist hier hinter. Ah, mal da gefunden. Ja, hier haben wir noch andere Spieler. Einen anderen Spieler. Whatever. Und damit sollte er dann nicht ganz gut gehen. Haben wir ein bisschen Überlänge, aber kein Problem. Das einzig Besondere jetzt, also was man wie neu bekommt, so, ist ja einmal, dass man ja mit der Himmelsschuppe Feuerbälle schießen kann. Ne? Ich weiß jetzt nicht, was das wirklich bringt, außer so eine Herausforderung, wo man explizit ein paar Vorteile hat, wenn man mit Feuerbällen schießen kann. Dann weiß ich jetzt nicht so wirklich, wo man noch Vorteile mit Feuerbällen hat. Ich fühle mich stark. Und, ja, das klingt so ein bisschen auch danach, als könnte man dann irgendwie Luftkämpfe erwarten mit der Himmelsschuppe und so, aber. Was? Okay, warte mal, da müssen wir mal hier mal hin. Er hat mich da runtergeschubst. War ja skandalös. Wieder. Ich gehe davon aus, dass eure Rissjagd läuft wie geplant. Ich gewöhne mich dran. Diese Fraktale, da wird man in einer Realität geboren und dann in eine andere gezerrt und dort von Dämonen gejagt. Auch darum werden wir uns kümmern müssen. Wenn ihr einen Moment Zeit habt, meldet euch bitte in der Krankenstation am Leuchtfeuer der Zeitalter. Nachdem ihr diesen Einflüssen in Naios ausgesetzt wart, möchte ich mich... Wenn der Fuchs seine Nase in ein Erdloch zu viel stellt, weiß man nie, was nach seinem Gesicht schnappt. Seid vorsichtig, wenn ihr euch den Rissen nähert. Zerus hält Ausschau nach euch. Er ist auf den Geschmack gekommen und jetzt will er mal abbeißen. Wenn ihr solche Vorbehalte habt, warum habt ihr mich dann gerettet? Oh, vielleicht aus Neugier. Oder möchte ich euch etwas überbringen? Ihr seid nicht befugt, die Stadt Kylan zu betreten. Was ihr da sagt, erweckt mich gerade Vertrauen. Ihr seid so ein faszinierendes Geschöpf. Eure Erinnerungen sind vollständig. Die Prüfung, in denen ihr euch gestellt habt, könnt ihr es mir verdienen, wenn ich sehen möchte, was als nächstes kommt. Ja, das gehört übrigens zur Story dazu, ne? Also dieses Gespräch da mit dieser mysteriösen Stimme, die mich die ganze Zeit anwispert. Oh, hier ist noch Holz.
Ist auch eine sehr, sehr dämliche. Wo ist denn das Holz jetzt? Dämliche Sache, dass ArenaNet da eingebaut hat, wenn man dann irgendwie einmal. Man fliegt einmal in die Lernlinie rein mit der Himmelschuppe und bekommt ein Tutorial von wegen. Ja, also, das habt ihr noch nicht freigeschaltet. Aber ihr könntet theoretisch, wenn ihr das freigeschaltet hättet, hier Sachen machen. So. Und dann weißt du so, ah ja, okay, gut zu wissen. Ja, dann muss ich dann noch freischalten. Dann fliegst du beim nächsten Mal aus Versehen wieder in diese Leylinie und guck mal, Tutorial, das du eben gerade schon hattest, hast du jetzt nochmal. Ja gut, weiß ich ja schon. Okay, und dann fliegst du irgendwann nochmal durch die Leylinie. Guck mal, und das ist schon wieder das Tutorial. Und dann nochmal. Oh, das ist schon wieder. Und hier. Oh, das ist doch mal. Hä? Und what? So. Wieso? Wieso reicht das nicht, dass man da einmal dieses Tutorial hat, was dann anzeigt, so, hey, guck mal, du kannst da theoretisch und dann das nicht nochmal kommt? Wieso kommt das jedes Mal? Das ist so nervig. Und vor allen Dingen geht das Hest weg, wenn man darauf klickt. Das sind so ein paar Punkte, die mich mega aufregen. Aber dieses ein Tutorial, dass dann die Sachen darauf ploppen und so weiter und so fort. Na ja, gut, das ist ja nichts Neues. Das gab es auch schon in anderen Addons. Trotzdem, es ist nicht cool, was ArenaNet mit diesem Addon gemacht hat. Und ich hoffe, dass es wirklich noch ein paar gibt. Ein paar viele gibt, die derselben Meinung sind. Und ArenaNet das dann bemerkt und dann vielleicht intern, naja, denkt so, gut, das haben wir verkackt. Beim nächsten Mal müssen wir wieder ein bisschen besser werden oder sowas. Hoffentlich mal. Oder vielleicht doch mal mit Guild Wars 3 oder mal was komplett anderem. Wie Space Wars oder sowas mal anfangen oder so. Nicht, dass sie irgendwie geplant haben oder mal gesagt haben, dass sie Space Wars machen wollen, aber das wäre irgendwie voll witzig, wenn die dann einfach mal sagen, wir machen mal Guild Wars zu. Das Guild Wars Universum, aber im Weltraum oder sowas. Ne? Sowas in der Art, aber. 37 Minuten, lol. Nächste Folge geht's weiter. Labern können wir immer noch später. Ne? Also ich bin halt nicht zufrieden mit dem Addon und dann müssen wir sehen. Ne? Wenn ihr seid, dann ist es okay und vollkommen richtig und das gönne ich euch auch. Ich bin nicht so zufrieden, aber ich spiele es halt trotzdem, weil es halt trotzdem im Gesamten immer noch ein ganz schönes Spiel. Bis nächstes Mal, haut rein. Tschüss.